Star of the Deutsch Links, ein Party für Sarah Wagenknecht allein mit der Russland, freundliche Provokationen. Sarah Wagenknecht treibt die linke Partei zum Rande des Nervenzusammenbruchs. Will sie die Party bald verlassen? Dominique Eigenmann aus Berlin. Hat Deutschland einen Wirtschaftskrieg gegen Russland aus dem Zaun gebrochen? Sarah Wagenknecht, Politiker der linken Partei, im September im Bundestag. Michael Kappeler. Sarah Wagenknecht ist der beliebteste deutsche Politiker links von den Grüns und der SPD. Die 53-Jährige mit strikter Frisur und den pastellfarbenen Kostümen wird zu jeder Talkshow eingeladen. Ihre Bücher sind Bestseller. Ihr YouTube-Kanal hat 600'000 Abonnenten. 20 Mal mehr als ihre Party. Es wird nicht nur von links, sondern auch von vielen Wählern der rechten radikalen Alternative für Deutschland bewundert. Ihre letzte Rede im Bundestag macht weiterhin Schocks. Wagenknecht beschuldigte die deutsche Regierung, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen Russland gebrochen zu haben und so die Energieversorgung des Landes zu gefährden. Es klang, als wäre Wladimir Putins Opfer, nicht der Angreifer. Der AfD applaudierte den Lautsprecher 6-mal in 5 Minuten von links. Die Grünen sind die gefährlichste Partei. Wenig später zündet sie ihr nächstes explosives Gerät in einem Video an. Sie betrachtete die Grünen als die scheinheiligste, inkompetenteste und gemessene Schäden, die gefährlichste Partei im Deutschen Bundestag. Die Ampelregierung musste gestoppt werden. Sonst hat sie grosse Bedenken, unter welchen Umständen wir in 1 oder 2 Jahren aufwachen werden. In ihrer Gruppe haben Wagenknechts Provokationen nur Horror und Empörung in ihrer Partei ausgelöst. Ihre Rede von Russland führte zu einigen gut bekannten Politikern auf der linken Seite und bat viele Wagenknecht, die Partei zu verlassen. Was die Grünen betrifft, mit denen die Linke in Bremen, Thüringia und die Stadt Berlin regeln, widersprach ihre parlamentarische Gruppenleiterin Dietmar Bartsch öffentlich. Die gefährlichste Partei ist immer noch die AfD. Zuvor hat die Wagenknecht bereits das Gegenteil ihrer Partei in anderen Schlüsselthemen beansprucht, zum Beispiel in den Flüchtlings- oder Klimafronten und bei der Bekämpfung von Corona. Es geht um Millionen. Die meisten Linken finden jetzt, dass es nicht mit ihrem grössten Stern weitergeht. Sie sehnen sich nach der Trennung, aber gleichzeitig haben sie Angst, dass sie danach nicht viel mehr hätten gehen können. Die Frage ist nicht mehr, ob Wagenknecht die Partei verlassen hat, der Süddeutsche Zeitung kürzlich geschrieben hat, aber was und wie viele treu mitnehmen. In der parlamentarischen Gruppe zählen sie 5-11 Autobediensteten. Wenn nur 2 von ihnen ihrem Idol folgen, verliert die linke Partei ihren Status als parlamentarische Gruppe im Bundestag und daher viel Geld. Wagenknecht sagt im Fernsehen der Boulevardzeitung von der Bild, dass eine Partei in Deutschland geschaffen wird, die die Politik der Regierung verändern kann. Natürlich war sie sich bewusst, dass ein neuer Start nicht einfach war. Immerhin hat sie bereits 2018 versucht. Ihre Aufstehenbewegung scheiterte spektakulär, Wagenknecht wurde am Ende ausgebrannt und krank. Oder möchte sie privatisieren? Der Ego-Shooter könnte zu dem Schluss gekommen sein, dass ihre nächste Partei höchstens eine Liste von Wagenknechten sein könnte, auf sie zugeschnittene rigoros. Ein Meinungsforscher möchte das Potenzial von 10-30% für eine solche Partei gemessen haben, insbesondere in Ostdeutschland, dass Wagenknecht die AfD halbieren könnte. Ihr Chef Alice Weidel gab bereits offen zu, dass sie von links mit dem Populisten für die gleichen Wähler stritt. Sie weiss wahrscheinlich nicht, ob Wagenknecht nur bedroht oder flirtet oder am Ende springt tatsächlich. Der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeug sagte kürzlich, theoretisch könnte ich auch privatisieren. Ich möchte weiterhin Bücher schreiben und Freiheit zum Lesen und Nachdenken brauchen. Andererseits möchte ich einen Unterschied machen. Dominique Euremann ist seit 2015 in Berlin Deutschland-Korrespondent. Nachdem er deutsche Studien und Philosophie in Zürich und Paris studiert hat, begann er 1994 für die Tagesanzeiger zu schreiben. Eigenmann Berlin. Fehler gefunden? Jetzt melden.